Hallo und herzlich willkommen zu der wahrscheinlich fast letzten Folge Minecraft City War Nations. Wo bin ich? Ach so, ich weiß, wo ich stehen geblieben bin. Hier nämlich bei dem Turm, den ich baute. Und es ist Nacht, das ist gut. Denn ich habe vor, ein paar Monster zu töten und XP zu sammeln. Ich brauche noch Level 30. Den Plan habe ich noch nicht aufgegeben, Level 30 zu erlangen. Zack. Okay. Da ist noch ein Zombie. In der Wüste geht es eigentlich am besten. Deswegen sollte ich mich dahin auf den Weg machen. Oh, guck mal, da sind auch noch Zombie-Buben und ein Ender-Bubi. Ender-Bube. Okay, machen wir erstmal hier die Buben fertig. Sonst gehen die mir auf den Nerv. Wenn ich gegen den Enderbuben kämpfe. Nicht angucken, den Enderbuben. Oh, jetzt hat er sich wegteleportiert. Bist du doof? Enderman, bist du doof? Wo ist er? Da hinten. Nicht angucken. Und draufhauen. Eisenrüstung, gar kein Problem. Die hält das aus. Oder Eisenrüstung, ja. Ist doch egal, ob es nur Eisen ist. Solange es funktioniert. Wie es soll. So, aber jetzt werde ich mich wirklich mal aufmachen Richtung Wüste, denn ich will in dieser Nacht noch wenigstens Level 30 kriegen. Und in der nächsten Nacht versuchen auch noch Level 30 zu kriegen. Und dann müsste ich vielleicht möglicherweise sogar... Okay, da war gerade ein Creeper, den ignorieren wir ganz fresh. Dann müsste ich vielleicht sogar imstande sein... ouch. Ouch. Zeug zu verzaubern. Und zwar freshes Zeug. Ich glaube, da hinten, wo es so leuchtet, eben gerade, das ist ein Lavasee. Jo, voll daneben. Boy, oh Gott. Fresh in die Luft geschossen, auf jeden Fall. Das müsste ein Lavasee sein, oder? Ist das ein Lavasee? Ich habe so das Gefühl, ja, das ist ein Lavasee auf jeden Fall. Da wollen wir nicht rein. Sondern wir wollen, Richtung Wüste. Das geht, glaube ich, hier lang. Beziehungsweise da hinten lang. Da, wo wir jetzt auch lang gehen. Und ja, Leute, vorletzte Folge. Vor dem Grande Finale. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie ich es bin. Natürlich kommt, nee, kam. Warte, welcher Tag ist heute für euch? Samstag? Nee, heute ist Sonntag für euch. Dann kam der Livestream schon am, Freitag. Ja, am Freitag. Beziehungsweise konnten alle, die bei demjenigen zugesehen haben, der streamt. Wir wissen übrigens jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer von uns allen streamt, aber das Ankündigungsvideo werdet ihr dann gesehen haben. Oder zumindest vielleicht auf Twitter die Nachricht gelesen. Da werde ich es ja dann auch nochmal ankündigen, wer streamt, wann und wo. Wahrscheinlich auf Twitch. Und ja, oh, es ist gerade mal 0 Uhr, das ist super, ey. Ich habe noch jede Menge Zeit, Level zu farmen. Da war gerade ein Skelett hinter mir, glaube ich. Egal, I don't give a fuck. Da sind auf jeden Fall noch Creeper-Männer. Die bringen auch Level und Schießpulver. Und du wolltest dich ranzniken, hä? Ja, kleiner Creeper-Mann. So läuft das aber nicht. So läuft das aber nicht. Du kleiner, mieser Creeper-Arsch. Du kleiner, mieser Creeper-Arsch. Und ja, ich habe es leider in der Staffel nicht ein einziges Mal geschafft, mit Stormy aufzunehmen, weil ich mir so oft vorgenommen hatte. Sehr schade. Aber es wird weitergehen mit City War. Okay, ich hab ihn eingetötet. Sehr schlecht. Homing fucking arrows, oder was? Ne, ich glaube, das
Ist da noch ein Schütze irgendwo? Möglicherweise. Und ich hatte echt Homing Arrows, Wallhacks, Cheater. Ich brauche hier aber so viel Essen beim Kämpfen, allein durch die ganzen, durch das Schaden bekommen. Da sind echt viele Zombies unterwegs gerade. Wir wissen ja, viele Zombies bedeuten viel Level. Zumindest war das in der Hölle so. Zack. So, das läuft doch ganz gut. Hier Level 28 schon am Stissel. Autsch. Oh, drei Spinnen auf einmal. Und die haben auch noch ein ganz beschissenes Angriffsmuster. Die Spinnen. Aber kein Problem. No problem at all. Jetzt können wir nochmal beim Schwimmen schön Kartoffel essen. Sollte man eh immer machen, während man schwimmt. Schwimmt. Bisschen was essen. Das ist sehr gesund. Ich mir sagen lassen. Da braucht man auch keine zwei Stunden warten, weil man schwimmt ja schon. Na, willst du mich treffen oder was? Ich bin aber hinter dir. Ey, der stand seitlich vor mir und hat mich getroffen. Wie soll das denn gehen? Das ist physikalisch, rein physikalisch gar nicht möglich. Wäre das hier Dark Souls, hätte ich glatt einen Backstab gelandet. Bei dem Skeletttypen. Eben gerade. Aber... leider ist das hier nicht Dark Souls. Das merkt man immer wieder. So, da hinten ist noch ein Skeletttyp. Auf die Skeletttypen habe ich es besonders abgesehen, denn die geben natürlich Pfeile und Pfeile sind super. Autsch. Die werde ich mir auf jeden Fall gönnen und die Sonne geht schon auf. Fuck it! Ja, nee. Oh, nee. Auf jeden Fall sind hier die Creeper krass am Start. Och, Alter. Jetzt schießt seine Scheißpfeile halt auf wen anders. Nicht immer auf mich. Ich hab dir doch nichts getan. Okay, da sind noch zwei. Von den Dudes. Critical. Okay, kein Critical, aber egal. Passt trotzdem. Dry Creeper Manners. Ah, fuck. Und da oben ist noch ein Skelett, das catch ich mir noch schnell. Come on. Warte es auf dem höchsten Punkt, um einen in die Fresse zu bekommen. Hat er auf jeden Fall geschafft, einen in die Fresse bekommen. Gut gemacht. So, dann gehen wir mal wieder. Hier haben wir ja alles abgeräumt, Level 30 erhalten. Ist auf jeden Fall okay. Kann man mal mitnehmen so. Vielleicht schaffen wir ja vor Ende der Aufnahme noch eine Nacht und können uns dann noch ein paar Level sichern. Aber ja, mal sehen. So, jetzt ist natürlich die Überlegung groß, was ich mit Level 30 mache. Ich könnte noch ein Schwert verzaubern. Auf die Gefahr hin natürlich, dass es wieder ein Scheißschwert wird. Aber ich glaube, die Gefahr muss man einfach mal eingehen. Es könnte ja auch ein saugutes Schwert werden. Und wir behalten ja unser Equipment nach dem Finale. Also wir kriegen unser Equipment in der neuen Staffel. Das ist schon mal sicher. Deswegen gehe ich jetzt zu meiner Behausung und hole mir mein Schwert. Und werde es verzaubern. Auf Level 30. Das wird super. Und ich höre Fred von hier unten. Aber keine Monster hier drin. Okay. Schwert. Sollte erstmal ein bisschen was loswerden, ne? Ich will was reinpacken. Ah, die Pfeile kann ich ja mal hier reinpacken. Und das Schwert rausnehmen. Und jetzt geht's los. Das Schwert wird verzaubert. Was wird es werden? Man weiß es nicht genau. Wow. Egal. Okay, Leute. Man sagt ja auch mal, alle guten Dinge sind drei. Also eins, zwei. Okay, das war vier. Egal.
Nein, nein, nein. 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 So. Ey, Leute. Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie sehr ich gerade ausrasten könnte. Ihr könnt es euch nicht mal in eurer Vorstellung vorstellen. Könnt ihr nicht. Ihr könnt es einfach nicht. Ich könnte gerade extrem ausrasten. Knockback 2. Mit fucking 30 Leveln, oder was? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht dein fucking scheiß Drecksernst. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Verfickte Scheiße. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Habe ich natürlich nicht. Weil ich bin ja anständig. Aber fucking Knockback 2 mit fucking 30 verfickten Leveln. Fick das Scheißspiel manchmal. Ich mache erstmal das ganze verrottete Fleisch hier weg. Okay. 30 Level. Sind draufgegangen. Für ein Schwert. Was mir nichts bringt. Auf jeden Fall. Gut gelaufen. Aber nicht für mich. Egal. Was soll's. Ich meine, hey. Ist doch erstmal egal. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich noch Glas habe in der Truhe. Nope. Ich habe noch Glas. Nope. Aber ich könnte mal die Population an Hühnern verstärken, die wir noch haben. Denn Hühner bringen Federn und Federn brauchen wir für Pfeile. Das heißt, wir brauchen Hühner. Und wir holen uns jetzt auch welche. Vorher würde ich sagen, wollen wir das Weizen gleich mitnehmen? Ist das schon? Ah, das ist noch nicht ready. Dann hole ich mir die Körner so aus dem Lager. Fucking Level 30, Knockback 2, leck mich am Arsch. Ich fass es immer noch nicht. Ich fass es einfach nicht. Das ist unglaublich. Unglaublich. Und das ist die fucking letzte Folge, in der ich Level farmen kann. Im Livestream darf man sich nicht equippen, das ist das Problem. So. Sonst wäre mir das ja scheißegal. Aber so ein dreckiger Scheißhaufen. So eine dreckige Scheißrotzkacke. Ja, ist ein Huhn. Okay, mehr Hühnereier. Oh, es kommen ganz schön viele Hühner raus. Okay, hier kommt gerade gar kein Huhn raus. Hühner, übernimmt die Welt. Come on. Chicken Power. Okay, keine Chicken Power. Hier kommen die Chicken Turtles. Chicken sind ein Team. Okay, doch nicht. Kein Team offensichtlich. Doch, da kommen noch welche raus. Werden die sofort groß oder? Ne, die verschwinden einfach, ich sehe die einfach nicht. Also, das ist so schon, aber ich krieg's halt nicht so mit. Immer mehr Hühner! Ja, mehr Hühner! Come on, Hühnchen! Ihr werdet zwar zerstört. Irgendwann. Irgendwie. Aber ist ja erstmal egal. Ihr müsst erstmal leben, bevor ihr sterben könnt. Lebt euer Leben! Lebt das Leben, das ihr lebt. Und lebt es. So. Also wenn das mal nicht eine Überbevölkerung an Hühnern ist, dann weiß ich auch nicht. Also, wie sieht's? Noch ein Huhn rausgekommen. So. Oh, mein Hühner! Macht Hühner, meine Hühner!
Macht noch mehr Hühnerbabys. Ich weiß, ihr könnt es. Wenn es irgendwer kann, dann seid ihr es. Ja, ich verlasse mich auf euch. Ja, Chickens. Macht Chicken Babies. Und dann werdet ihr zu Chicken Wings verarbeitet. Ja. So ist nämlich die harte Realität. So sieht's nämlich aus. Okay, das war gerade ein bisschen makaber. Es tut mir leid. Aber später werden sie ihn nur für die Pfeilproduktion herhalten. Gut, ich würde sagen, wir haben die Hühner ein bisschen fortgepflanzt. Jetzt können wir vor der Nacht nochmal gucken aufs Feld. Da ist noch nicht. Ach komm, wir machen das jetzt einfach. Scheißegal, ob das jetzt alles fertig ist. Ist doch wurscht. Ich frage mich auch, warum das nicht alles gleichzeitig fertig wird, weil ich pflanze alles gleichzeitig an. Das ist schon ein bisschen komisch. So. Alles gleichzeitig anpflanzen. Ey, bist du bescheuert? Ich schmeiß das Ei gegen Niggis Haus. Vandalismus! Ja! Frust rauslassen! Ja! Geil! Richtig geil! Frust rauslassen und vandalieren, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das ist geil, das ist Unterhaltung, meine Damen und Herren. Das ist Entertaining im 21. Jahrhundert. Vandalismus und Chaos, soweit das Auge reicht, meine Damen und Herren. Ja. Da ist ja noch ein Ei. Vandalismus! Hat gar nichts gebracht. Der Vandalismus hat nicht geholfen. Ich baue eindeutig zu viele Kartoffeln an und zu wenig Karotten. Kartoffeln haben wir immer zu viel. Karotten irgendwie zu wenig. Für die guten alten Schweine, die man gut abschlachten kann. Vermehren. Natürlich. Nur vermehren. Egal, jetzt brauchen wir eh nicht mehr so viele Karotten, deswegen reicht das auch so. Und Kartoffeln brauchen wir auch viel mehr, weil wir müssen ja auch erstmal an uns denken, ja? Erstmal die Menschen und dann die Tiere ist immer mein, ist, das sage ich immer, ne? Das sage ich ja in jeder Folge, offensichtlich. Denn Menschen sind ja auch nur Tiere. Ja, harte Realität. Kann keiner erzählen, dass Menschen in irgendeiner Art und Weise besser wären. Oder den Tieren überlegen wäre. Denn wenn das so wäre, würden nicht so viele Menschen von Tieren getötet werden. So. Schluss. Ende der Debatte. Ich diskutiere nicht. Das ist ein Fakt. Da habe ich gerade eine Spinne gehört. Spider-Kin. Spider-Kin. Das whatever Spider-Kin das. So, ihr Kühe. Kommt alle her. Ich bin euer Messias, ich bin euer Gott. Deswegen vermehret euch. Frohlocket, meine Kühe. Frohlocket und vermehret euch. Fickt, wie ihr noch nie gefickt habt. Was? Das habe ich nicht gesagt. Warum? Okay, jetzt haben alle was abgekommen? Jo, haben alle. Okay, euch beiden. Segnet schon mal das Zeitliche. So, und hier kann ich jetzt zum Schwein gehen und wettmachen, was ich ihn einst antat. Der Tod wird gebrochen durch Wiederbelebung. Reinkarnation quasi. Geht weg. Lecker. Noch leckerer. Alter, bist du blöd. Bist du ein bisschen blöd oder ein bisschen blöd? Bisschen sehr blöd. So, gut. Gut, sehr gut, gut. Ja, doch. Wir haben einiges geschafft auf jeden Fall. Und wir haben jetzt wieder Nacht. Das bedeutet, wir können jetzt wieder Level farmen. Das ist gut, sehr gut. Ja, gut. Das machen wir auch gleich, nachdem ich hier das Chicken und alles weggebracht habe. Die Chicken Wings. Ja.
Zack, Chickens rein. Jetzt wird Chickens raus. Da kein Potatoes rein. Hier die Chickens rein. Ich nehme mal das Fleisch mit statt den Kartoffeln. Gut. Ja, wirklich gut. Okay, hier können wir das auch mal rausnehmen. Gibt es auch noch ein paar Level von. Hier auch. Sehr gut. So. Und jetzt gehen wir mal wieder auf Monsterjagd. Denn ich würde sagen, es ist Zeit, Monster zu jagen. Aber ich gehe hier meinen Geheimweg raus. Denn dann bin ich schneller in der Wüste. Eiskalt, schickst du mich in die Wüste? Ja, doch. So geht das. So ist der Songtext. Nicht anders. Was anderes sagt, der lügt. Eindeutig. Weiß er gar nicht, was das soll. Ich bin mal gespannt, ob es beim neuen Projekt dann später mehrere Städte als drei geben wird. Beziehungsweise wie viele Leute generell an City War 3 teilnehmen werden. Ich hoffe mal, es werden ganz, ganz viele werden. Denn mit vielen Leuten ist ein Projekt immer viel besser. Naja, nicht viel besser, das habe ich auch nicht gemeint, ja, aber ein bisschen besser, sozusagen. Hallo Mr. Skeleton! Die! Okay, mein Bogen ist gut, den kann man erstmal so lassen. So. Zombies klatschen, macht Spaß in den Backen. Da läuft gerade ein Creeper straight gegen den Kaktus. Und eine Spinne klettert straight über den Kaktus, aber die Kakteen scheinen nicht so viel Schaden zu machen. Ehrlich gesagt. Gott, da hinten ist ein Bogenschütze. Der hat wieder Aimbot an. Mach dein Aimbot aus! Du Spacko. Ich hab da ganz viele EP rumliegen lassen, das geht so natürlich nicht. Okay, vielleicht schaffen wir es. Durch knallhartes Töten und Grinden in dieser Nacht Level 30 zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es. Ich will nichts versprechen. Okay, ist gar kein Knockback-Schwert, aber er hat den Zombie trotzdem 100 Meter gefühlt zurückgeworfen. Vielleicht schaffen wir es, Leute. Vielleicht schaffen wir es. Und vielleicht begegnen uns auch noch Endermänner. Boah, das war knapp. Close one, very close one. Zu explodieren? Du explodierst nicht. Zu mich töten? Du tötest mich nicht. Der hat eine schöne Michael Jackson Gedenkfrisur gehabt. Der Zombie. Musst du noch ein bisschen tanzen und dann ist er Michael Jackson Zombie Michael. Explodiert doch, aber es bringt euch nichts. Okay. Du bist explodiert und es hat dir trotzdem nichts gebracht. Denn du bist immer noch tot und ich lebe noch. Oh, der hat eine Eisenbahn gedroppt. Warum zum Teufel droppst du eine Eisenbahn? Okay, der erste Spinnreiter. Gefährliche Kreatur. Bam! Auf die Fräse, Mr. Spinnreiter. Okay. Ich meine, okay. Ja, man muss mal nicht übertreiben hier, Kollege. Kollege Spinnreiter. Aber wir sind echt immer gut Mobs in der Wüste. Und man kann sie vor allen Dingen schön schnell erreichen. Das finde ich gut. Muss nicht ewig hin und her laufen. Bogenbeutel, hast du verloren. Scheiß Zombie-Skelett. So, okay. Da hinten sind noch welche. Strings braucht man eigentlich auch gar nichts, ne? Also für den Bogen braucht man die. Ja, lame. Und für eine Leine, aber das war's dann auch schon. Also brauchen wir wirklich nicht viel. Gibt keinen Grund, außer für Spinnenaugen Spinnen zu töten. Außer in der Realität, wenn Spinnen sind eklig. Stimmt's, Mr. Spiderino? Balabino? Critical! Okay, einfach gar keinen Schaden gemacht, ist auch gut. Statt einem Critical. Okay, Level 21.
brauchen noch mehr Level. Viel, viel mehr Level. Erstmal du. Dann du. Und dann zum Schluss du. Da hinten sind noch welche. Oh, ein Villager-Zombie, der nicht umtexturiert wurde. Nimmt man das so? Ich weiß nicht. So, sind die krasser als die normalen Zombies? Oder was geht ab? Okay, da schießt offensichtlich ein Bogenschütze auf mich. Wow, wie schnell bist du denn gerade explodiert? Bitte. Ja. Ja, was soll denn das? Sieht ihr doch nicht in Explodierohausen. Ey, die Wüste ist halt echt geil. Zum Level Farmen. In der Oberwelt. Ich hatte jetzt nicht die Lust, nochmal in die Hölle zu gehen, zu unserem Grindspot. Den haben wir, finde ich, auch einfach zu spät entdeckt. So, wir hätten uns vorher mehr in der Hölle umsehen sollen und mehr, ja, mehr auf sowas achten sollen. Oh, das ist ein Andy. Das sind zwei Andys! Andy! Bitch! Bitch, Andy, bitch, hä? Bitch, what do you want from me, bitch? Okay, 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 jetzt hast du richtig Stress am Hals. Okay, auf jeden Fall schießt der Bube auf mich. Finde ich nicht gut. Aber da steht irgendwo noch ein Andy rum. Andy, hier. Fick dich, Andy. Fick dich, fick dich, fick dich, Andy. Okay, er kann einfach eine Kakteen abbauen mit seinem Tod. Respekt auf jeden Fall, aber hat er nicht viel gebracht. Wie kann man denn noch schnell Level bekommen? Ich weiß nicht. Monster töten ist doch das Einzige, was ich kann, Kinas. Muss jetzt nochmal höchstens in die Hölle gehen, ne? Aber dafür bleibt jetzt auch keine Zeit mehr. Da müssen wir halt die Level nehmen, die wir haben. Und das verzaubern, was wir haben. So verzaubern, wie wir es haben. Die Skelett töten! Das Skelett töten. Okay, Level 24. Können wir damit noch was reißen? Wir werden es sehen. Ich habe auch noch ein paar Bücher. Oh, Andy, du bist so... You are so fucking dead. So, so, so fucking. Willst du? Was? So. Okay, weißt du was? Fick dich. Wow. Boy. Alter, okay. Auf Bogen hat er gar keinen Bock. Okay. Ich habe gar keinen Bock auf ihn. So. Ja, okay. Ich hätte vorher dran denken können, dass man die mit Pfeil und Bogen nicht trifft. Shame on me. But I am sorry. So, wo ist jetzt... hier ist der Redstone Light. Das heißt, wir müssen da anfangen. Oder? Oder nicht? Doch. Okay, Level 25 ist doch auf jeden Fall okay. Die können wir noch töten. Ah, ich habe noch eine Idee, wie wir möglicherweise auf Level 30 kommen könnten. Denn die Tiere, die wir eben so freundlich vermehrt haben, die werden es jetzt bereuen, jemals geboren zu sein. Denn wir werden ihnen zeigen, was ein Schlechter ist. Ein schlechter Mensch nämlich. Das wollen wir mal sein. So. Es tut mir leid für alle die Tiere, die jetzt ihr Leben lassen werden. Aber it's necessary. Also von daher, macht euch keine Sorgen, ihr Tiere. Ihr sterbt nicht umsonst. Oh, ein Level. Meins. Geh weg. Cool. Wir haben noch Hühnerbabys hier. Okay, tut mir leid. I'm sorry, really sorry. Was in Panik unter den Hühnern? Okay, Level 26. Wenn man die Kleinen tötet, gibt's gar nichts, verständlicherweise.
Okay. Nee, das brauche ich gerade. Das wollte ich rausnehmen. Das kann ich rausnehmen. Reinpacken. Okay. So. Ich brauche Level 30. Also gucken nicht in die Quere. Ihr auch nicht, ihr Schweine. Es tut mir leid, aber ich muss euch leider abschlachten. Für mein Verlangen. Ich lasse ein paar am Leben. Muss ja auch nicht übertreiben hier. Na komm. Die Schafe kann man auch mal ein bisschen. Muss ich auch mal drum kümmern. Können wir mal durchmähen. Wir werden aussortiert. Okay, zwei müssen jetzt auch noch am Leben mit sein. Okay, das reicht. Mehr als zwei brauchen wir nicht. Ich hätte trotzdem nur Level 27. Fuck! Okay, Level 27. Mal gucken, was wir damit machen können. Damit muss ich doch was reißen lassen, Junge. Geht doch nicht damit, dass sich da nichts reißen lässt. Da muss jetzt was passieren. Da muss jetzt was passieren. Okay, ich sag mal, die beiden Sachen brauchen wir noch. Und ja, ne? Bücher sind jetzt am Start. Efficiency Protection 4 ist schon mal gut. Effizienz, Power bringt mir leider gar nichts. Effizienz bringt auch nichts. Protection wäre gut. Zweimal Efficiency 4, aber das bringt mir halt auch nichts. Power 3. Power 2. Protection 3 und Effizienz 3. Okay, ich werde jetzt das verzaubern. Versuch mal so rum. Kostet 9. Und wie viel kostet mich mit den Boots? Auch 9. Ich werde es mit den Boots machen. Okay. So, und dann noch. Dann noch der Helm. Den Helm müssen wir schnell noch verzaubern. So, jetzt habe ich wenigstens Protection auf den Boots, das ist gut. Was haben wir hier noch? Fire Protection und Luck of Sea. Fire Protection bringt mir leider auch nichts. Okay, verzaubern wir das mal mit Level 18. Das wird bestimmt wieder sowas Schönes wie ein Knockback oder so. Ja. Nein, wird es nicht. Dann ist es ja kein Schwert. Okay, schnell, schnell, schnell. Zum Glück haben wir den Speedbuff. Und Level 18. Projektil Protection. Okay, brauche ich vielleicht nicht so, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt habe ich eine voll verzauberte Rüstung und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge die wird sich geben, weil wir jetzt den Livestream machen, beziehungsweise schon gemacht haben. Ihr habt den vielleicht schon gesehen am Freitag. Und ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Und alles weitere, was wir noch machen werden, wurde ja am Livestream gesagt. Und ich verabschiede mich für diese Folge. War ein bisschen länger, aber ist auch die letzte Folge regulär. Und ja, ciao Leute.